Hey Leute, jetzt will ich mal den Reflect Videosender zerlegen und gucken, was da drin ist. Ich merke, hier sind Computerschrauben drin. Schrauben vom PC-Netzteil. Also ich glaube, der ist nicht mehr ganz so original. Aber mal zerlegen, mal reingucken. Die Antenne ist auch, ich denke, nicht die Originalantenne. Vielleicht ist sie im Vorbesitzer abgebrochen. Aber er funktioniert ja. Also schrauben wir den mal auf. So, jetzt ist er offen. Mal reingucken, was da drin ist. Hier haben wir die Antenne. Dann hier ist ein Transistor. Was steht da drauf? 2369. 2369. Ein. Ja, 2369. Keine Ahnung, ob es ein Feed- oder ein Bipolar-Transistor ist. Ich schätze hier mal, das ist der Antennenverstärker. Dann hier ein Filter, das wird das 5,5 MHz Filter sein. Ansonsten Transistor, Transistor, Transistor. Warte, mal gucken. Mal so gucken. Jo, da haben wir auch noch was. Ah, das ist nur eine. Das ist irgendein Keramikteil. Sieht aus wie ein Keramikteil. Das ist ein Keramikfilter. Weiß nicht. Auf jeden Fall scheint so, als wenn der nicht verbastelt wäre. Das ist hier, hier und hier, hier noch festgeschraubt. Ja, reingeschaut habe ich. Ein Elko. Noch ein Elko. Also 1, 2, 3, 4, 5 Transistoren hat der. Ja, für 5 Transistoren ziemlich einfach aufgebaut. Ja. Und da ist ein Body. Hier wird da die Kanaleinstellung und ich schätze hier mal, dass das für die Videosignaleinstellung ist. Dann haben wir hier Durchführungskondensatoren für die Betriebsspannung. Die bekommt hier rein. Hier Schalter, Leuchtdiode, Widerstand für die Leuchtdiode und hier denke ich mal, dass Plus und Minus reinkommt. Das hier ist nicht angeschlossen. Daher denke ich, das ist angeschlossen. Daher denke ich, das ist da Plus. Und dann minus vorbei. Ich glaube im Moment, das sind 4 Dioden. Ich denke, der ist für Wechselspannung. Obwohl hier drauf steht Gleichspannung. Ups. 18 Volt minus außen plus innen. Aber ich denke, die Platine hier, die ist für Wechselspannung. Das sind 4 Dioden da. Und die sehen so aus. 2 in die Richtung, 2 in die. Dass die so geschalten sind, dass die auch an Wechselspannung funktioniert. Dass hier quasi die Spannung gleichgerichtet wird auf dem Öko und ja, und dann das Ganze weiterläuft. Schon einige Bauteile. Es sind noch 4 Transistor, das ist ein 78L12, das ist ein 12 Volt Festspannungsregler. Dann haben wir nur 1, 2, 3 und 4 Transistoren. Der Videosender besteht nur aus 4 Transistoren. Weil das ein 12 Volt Festspannungsregler ist. Ich denke, da kommt die Wechselspannung rein. Und weil der eigentlich mit Gleichspannung läuft, wird dann gebuffert durch den Elko, wird durch den Spannungsregler, ist der Elko nach dem Spannungsregler und dann geht es weiter zum Rest der Schaltung. Ja, okay.